Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Ausgepackt, der Unboxing-Rubrik hier auf grex-rpgheaven.de. Ja, das war mal eine schöne Pose, die ich gemacht mit den Händen. Das mache ich normalerweise nicht so besonders häufig. In letzter Zeit, ich habe es ja beim letzten Unboxing-Video schon gesagt, so viel an physischen Sachen, die schön in mein Regal, was sich auf der Seite befindet, reinpassen. Das mache ich ja nicht mehr so allzu häufig in Zeiten von digitalen Medien. Ja, was soll ich denn sagen? Ich kann zum Beispiel hier euch Stuff zeigen, ne? Wie diese wunderbare Nintendo Wii-Tasche, die ich mir, Nintendo Switch-Tasche natürlich, die ich mir vor einiger Zeit geholt habe. Die könnte ich euch zum Beispiel zeigen. Oder diese nicht besonders wertvolle, aber dafür einigermaßen nützliche Funktastatur mit eingebautem Touchpad, sodass ich in meiner frisch umgestalteten Wohnung, auch wenn ich meinen Computer nicht direkt in der Nähe habe, ihn trotzdem bedienen kann mit dem Touchpad hier drauf. Die ist nicht so besonders toll, hat aber für auch nur knapp 30 Euro gekostet. Wichtiger für euch ist es aber, wenn ich irgendetwas von großem Interesse für euch hole, und ich hoffe, dass es einigermaßen ins Bild reinpasst, denn heute wollen wir uns angucken, dieses schöne, mega große Paket hier, nämlich der Nier Automata, Nier und Gestalt und oder Nier Gestalt und Replicant Original Soundtrack Vinyl Box Set. Ja, das ist der Soundtrack des Spieles Nier Automata und auch des Vorgängers. Und ich mache es mal hier, ich mache das Zellophan einmal hier kurz auf, damit ich es euch richtig dann wirklich auch auspacken kann. Das Soundtrack des wunderbaren Doppelpacks, hier kann man übrigens dann die Aufschrift nochmal sehen, direkt vom Store, 4 LP, 33 ein Drittel Umdrehung von Square Enix Store, direkt in Japan gemacht. Ein Originalpreis von 7.200 Yen. Ich habe ungefähr umgerechnet irgendwas über 60 Euro dafür im europäischen Square Enix Store gezahlt, über das man die Platte bestellen konnte. Ich bin mir nicht sicher, ob es mittlerweile nicht ausverkauft ist, sondern ich habe es bestellt, als es vor ein paar Monaten direkt angeboten wurde, dass es dieses Vinyl-Boxset zu haben gibt. Und ich hole mir ja ganz gerne mal Soundtracks auf Schallplatte. Ich habe ja etliche hier auf dem Kanal auch schon mal gezeigt, wie beispielsweise die zu Final Fantasy 7 und 8, die ich auf Schallplatte besitze, oder den Soundtrack von Shenmue habe ich mir zum Beispiel geholt. Und gerade Games wie Nier, sowohl das Original auf 360 und PS3, Nier Gestalt ist der japanische Name einer der Varianten des Spieles, die es gibt, und Replicant der andere. Und eben auch das Nier Automata, was die Leute heutzutage eben kennen, was eines der, ja, der überraschendsten Videogames der letzten 5 bis 10 Jahre ist, möchte ich schon fast sagen, das ein richtiger Hit geworden ist, wo man es ja wenig erwartet hat. Platinum Games gemeinsam mit dem Chefentwickler Yoko Taro, der für solche Spiele eben wie Nier oder für Drakengard verantwortlich ist, eigentlich sehr eigenständige Games, ja, mit Action-Fokus und besonderem Fokus zusätzlich auf dem Storytelling. Mal gucken, wie ich es hier vernünftig umschlagen kann. Der hat sich mit Platinum Games sogar einen richtig guten Entwickler nochmal mit dazu geholt, also jemand, der sich ums Gameplay kümmern kann. Und was immer über jeden Zweifel abhaben war, war die Musik der beiden Games, der Serie insgesamt. Und da konnte ich natürlich nicht umhin, wenn dann so ein Paket hier angeboten wird. Und eigentlich kann ich, warte mal, ich nehme mal die beiden Schallplatten-Sleeves hier raus und wir werfen noch mal kurz einen Blick durch die Pappverpackung. Es gibt hier eine kleine Inschrift, jeweils auf der Innenseite auf Japanisch. Leider mein Japanisch nicht allzu vorhanden. Ja, hier unten für euch vielleicht wichtig, hier ist ein QR-Code nochmal. Also wenn ihr irgendetwas damit erkennen wollt oder könnt, könnt ihr diesen QR-Code verwenden. Ansonsten hat man es mit einer schönen, ja, Papphülle hier zu tun, wo Emil, einer der Charaktere aus Nier Gestalt und Replicant sowohl als auch Nier Automata, hier vorne drauf ist. Hat man des Häufigeren ja auch mal bei Pressearbeit gesehen von Entwickler Yoko Taro, der gerne eine Maske des Charakters trägt. So, entschuldigt, da waren die Batterien gerade ein klein wenig leer in meiner Aufnahmemöglichkeit, aber wir wollen natürlich euch alles hier vernünftig zeigen. Fangen wir mal an mit dem Paket, was oben lag, was essentiell der Soundtrack von Nier Automata selbst ist. Man hat ein schönes, aus Pappe gemachtes Doppelsleeve hier, wo so ein bisschen reliefartiges Artwork vorhanden ist. Auf der Vorderseite hatten wir schönes Artwork. Hier ist natürlich die Tracks,
die Trackliste. Das Tracklisting ist hier mit dabei mit entsprechenden ja, englischen Titeln. Wir gehen mal hier kurz mal gucken, ob ich es in den Blick reinbekomme. Da seht ihr es. Ne? Je nachdem, welche der beiden Schallplatten, die pro Spiel vorhanden sind, auf welcher Seite welche Tracks vorhanden sind. Natürlich ist es nur eine Auswahl an Titeln. Gerade der Nier als auch der Nier Automata Soundtrack, die hatten mehrere und sehr umfangreiche CDs bekommen. Ich mag die Zeichnung sehr gerne. Die sieht sehr, sehr, sehr cool aus. Vor allem, wenn man hier, ich packe euch mal auch den anderen Soundtrack hier mit dazu, die beiden Schallplatten hier nimmt. Ne? Da hat man einmal, das müsste To Be sein auf der linken Seite aus Nier Automata und hier ist Kane aus dem originalen Nier für PS3 und Xbox 360. Man hat sich schon Mühe gegeben, das wirkt auch alles schön, ja, dicke, wertig und so weiter. Und hier sind dann eben die Schallplatten hier drin verbaut. Was nicht gemacht wurde, ist, glaube ich, oh, wenn wir es hier nochmal rausnehmen, in dem Nier Automata Original Soundtrack Vinyl ist noch ein Umschlag mit dabei. Wir machen den mal hier kurz auf und mal gucken, was da drin ist. Da ist auch nochmal Lyrics mit dabei. Weight of the World ist das Ending-Theme sozusagen hier in verschiedenen Varianten vorhanden. Es sind auch noch Mini-Interviews anscheinend mit dabei. Composer, Director, die Credits und so weiter. Hier weiterhin oben ein kleiner QR-Code, den man machen kann. Ja, ist doch schön, dass man sich extra noch die Mühe gemacht hat, sowas reinzutun und nicht die Schallplatten. Die Schallplatten selbst sind nicht irgendwie bunt und anders gestaltet, sondern haben eben das, was nötig ist. So ein leichtes Design in der Mitte, damit man weiß, welche Variante und welche Seite gerade vorhanden ist. Ich nehme auch mal die zweite Schallplatte hier raus. Aha, und hier haben wir den Unterschied, dass dann A und B sind weiß gestaltet, C und D von den jeweiligen Album sind hier in mit schwarzer Zeichnung hier in der Mitte. Man sieht auch die Rillen entsprechend hier nochmal raus. Ich glaube, eine können wir mal rausnehmen hier, um das mal ein bisschen deutlicher zu zeigen, wobei ich da immer vorsichtig sein möchte, gerade bei so Schallplatten. Hier sieht man schön, wie spiegelt mit dem Kamera-Equipment, wie ich das hier aufzeichne, aber die ist natürlich schön gut erhalten, ist ja auch gerade erst frisch ausgepackt und natürlich passt nicht so viel drauf. Soweit ich sehen konnte von der Trackliste da drauf, haben die Leute bei Square Enix eigentlich eine ziemlich gute Auswahl gemacht. Als Kontrast kann ich euch einmal zeigen, Moment, bevor wir zum Nier Gestalt und Replicant Soundtrack hingehen. Ich habe hier noch das Steelbook des originalen Spiels von Nier Automata. Das war eigentlich mit drin in der großen Special Edition, die ich gerade momentan nicht hier habe, sonst hätte ich die euch auch bei Zeiten mal gezeigt. Die steht bei mir noch auf der Arbeit, auf dem Schreibtisch. Die muss ich irgendwann mal mit nach Hause nehmen. Hier ist tatsächlich auch ein Soundtrack mit drin. Nier Concert and Talk Live Soundtrack auf einer extra CD sozusagen zusätzlich. Das sind nicht wohl Tracks, die dann direkt in der Version vorkommen, wie man sie auf der Schallplatte hat. Hier kann man innen drin von dem Steelbook noch gucken, die Roboter. Hier ist die Soundtrack-CD mit dabei. Ist ein Live-Konzert-Soundtrack, ne? Von denen es natürlich auch in Japan etliche gegeben hat, wo die Sounds live gespielt wurden, plus dem Spiel hier noch mit dazu in der europäischen Variante, das ich vor ein paar Monaten durchgespielt habe, aber bisher noch nicht die Zeit gefunden habe, mal ein ausführliches Review dazu zu machen. Das muss ich bei Gelegenheit mal nachholen. Aber ich wollte es einmal im Kontrast hier zeigen, dass tatsächlich in der Special Collectors Edition auch schon mal ein bisschen Musik mit dabei war, aber eben nicht die, die man hier auf der Schallplatte erstehen kann. Ja, wie gesagt, soweit ich sehen konnte, ist die Auswahl an Tracks auf jeden Fall wirklich schön ausgewählt. Auch hier haben wir mal den Nier Gestalt und Replicant Soundtrack. Da hatten wir ja schon gesehen, wie fein das Artwork gemacht ist. Ach, das ist wirklich sehr schön designt. Vielleicht hätte ich mir, bevor ich mir meinen neuen Poster gemacht habe, nochmal gucken sollen, ob ich die irgendwo in hoher Auflösung finde. Wenn wir hier aufklappen, haben wir auch hier wieder Reliefbilder des äußeren Parts. Ich ziehe mal kurz hier die erste Schallplatte, oder das ist die zweite Schallplatte, die wir rausgezogen haben, hier C und D. Und die erste müsste auch noch die Linear Notes, das Handbuch mit dabei haben. Ups, da haben wir die hier in einer leicht anderen Farbe, ne? Golden diesmal. Ich hole mal kurz auch die silberne Ausgabe hier mit dazu. Hat schon einen schönen minimalistischen Stil, ne? Das finde ich eigentlich ganz geil. Silber für Nier Automata, Gold für Nier Gestalt und Replicants. Und hier schätze ich mal, wenn wir es aufmachen, sehr ähnlich. Schwarz gehabt mit Ashes of Dreams ist hier einer der Titel, die in Englisch intoniert werden. Entsprechend die Texte hier mit dabei, plus wieder mal Liner Notes, Interviews mit Composer, Director, die ganzen Credits, die wir hier haben und oben nochmal ein QR-Code. Und das gleiche gilt hier für die Musik selbst. Falls ihr
nicht die Gelegenheit gehabt hat, die Soundtracks mal zu hören. Ich habe aller Wahrscheinlichkeit nach ein bisschen Musik von dem Spiel hier dezent unter dieses ausgepackt gelegt. Ja, wenn ihr gar keine Berührungspunkte mit dem Game hattet, das ist echt ein echt großartiges Stück Software. Ich würde es fast sagen, wie eine verkopfte Variante von Metal Gear Rising, weil so Hack and Slay, schöne Action, Platinum Games, ich schätze mal, dass viele Leute, die Metal Gear Rising gemacht haben, spielerisch an diesem Game beteiligt sind. Aber Yoko Taro, der Chefentwickler, hat immer eine sehr eigene Ausrichtung, wie man solche Action-Games und Action-RPGs verbauen und machen kann. Und wirklich, mich haben wenige Spiele dieses, oder das vergangene Jahr besser gesagt, schon mitgenommen. Wir haben es ja 2018 mittlerweile, wenn ihr das seht. So mitgenommen, wie es Nier Automata gewesen ist, auch das Original in Nier. Hat mir sehr viel Freude und Unterhaltung bereitet, trotz Technikprobleme und eigenständiger Struktur und allem drum und dran. Hat sich auf jeden Fall gelohnt, dass ich hier die Musik mal reingemacht habe. Ihr solltet die eigentliche Musik, ne? Auch wenn ihr die Spiele natürlich nicht selbst habt und ihr müsst natürlich auch nicht gleich auf die Schallplatten hier zurückgreifen, so wie sie sind. Es sollte mehr als genug Möglichkeit geben, auf YouTube euch die Musik mal ein klein wenig anzuhören. Sowas wie Weight of the World ist wirklich fantastisch, einer der schönsten Ending-Songs, die ich wirklich seit Jahren gehört habe. Und ja, ey, es ist ein schönes Paket, vor allem eben auch, weil nicht nur dann einfach wahllos aus einem Spiel sehr viele Tracks genommen wurden, um die vier Schallplatten zu füllen, sondern eine eloquente, gute Auswahl gemacht wurde aus beiden Games mit den Titeln, die man anstellen kann. Ihr könnt in die Comments mal reinschreiben, habt ihr denn interessante Sachen in Vinyl, ist das überhaupt etwas für euch? Sammelt ihr überhaupt Videogame-Soundtracks? Ist es nur auf CD bei euch beschränkt? Habt ihr mittlerweile dadurch, dass digital viel mehr geht? Bei iTunes kann man ja sehr viel kaufen und Spotify hat ja auch vor einiger Zeit sehr viele Musik von Falcom mit dazu gepackt, die E-Spiele zum Beispiel oder Sora no Kiseki, also die Kiseki-Reihe, die man hier unter Legend of Heroes kennt, etliche Titel auch davon rausgebracht, sodass man es auf Spotify hören kann. Ich benutze natürlich ganz gerne viele verschiedene Varianten. Bei Spotify bin ich noch nicht so richtig gelandet, aber sowas als Schallplatte, das kann man gerne mal haben. Ja, schreibt in die Comments mit rein, wie euer bevorzugter Hörmodus ist. Das sollte es für heute gewesen sein von Ausgepackt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss.